Herzlich willkommen zum Videotutorial der Universitätsbibliothek Kassel. Hier erfahren Sie, wie Sie Druckaufträge von Ihren eigenen Geräten aus an das Druck- und Kopiersystem der Universität Kassel schicken können. Dieses Angebot richtet sich an Hochschulangehörige. Wenn Sie kein Mitglied der Universität Kassel sind, können Sie mit Hilfe der Computer in der Bibliothek drucken. An dieser Stelle zeigen wir Ihnen am Beispiel des Betriebssystems Windows 10, wie Sie die benötigte QPilot-Software installieren können. Rufen Sie hierfür die Startseite der Bibliothek auf und wählen unter A bis Z QPilot-Software aus. Voraussetzung für die Nutzung der Software ist die Verbindung zum Uninetz über EduRoam oder VPN. Entsprechende Anleitungen finden Sie bei uns auf dem YouTube-Kanal. Klicken Sie bitte auf Installation und wählen das entsprechende Betriebssystem aus. Klicken Sie dann auf diese Version und schließlich auf OK. Öffnen Sie den Ordner und wählen QPilot Client aus. Extrahieren Sie alle Dateien und öffnen erneut den Ordner. Wählen Sie den QPilot Client aus und folgen der Installationsanleitung. Die Software ist jetzt auf Ihrem Computer installiert und kann für Druckaufträge genutzt werden. Wählen Sie dafür den Schwarz-Weiß oder den Farbdrucker aus und klicken Sie dann auf Drucken. Im nächsten Fenster geben Sie bitte Ihre Kartennummer ein, die Sie auf der Vorderseite der Campuscard finden. Ihr Druckauftrag ist 72 Stunden gespeichert und kann an jedem beliebigen Druck- und Kopiergerät mit Kartenleser und Netzwerkanschluss umgesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass Ihre Karte dafür mit Geld aufgeladen sein muss. Den Status Ihrer Druckaufträge können Sie hier einsehen. Falls Sie weitere Fragen haben, beantworten wir diese gerne an den Servicetheken telefonisch und per Mail.